Martin Dinkel ist Neuzugang beim VfB Heilberg Moos. Er ist 18 Jahre jung und dementsprechend der jüngste Spieler auch beim VfB Heilberg Moos in Kader. Im Winter hieß es noch, er würde seine Karriere beenden. Der FC Stern hat ihn dann reaktiviert. Jetzt ist er in der Landesliga und darüber reden wir. Herr Dinkel, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass Sie hier sind, unserer Einladung gefolgt sind. Sie kommen vom FC Stern, sind jetzt beim VfB Heilberg Moos. Unschwer zu erkennen an Ihrem roten T-Shirt. Was waren die Gründe für Ihren Wechsel? Ja, also wie Sie schon gesagt haben am Anfang, war meine Karriere auf der Kippe gestanden im zweiten Jahr der A-Jugend. Da war ich mir zunächst nicht sicher, wie das mit dem Fußball weitergehen soll, einfach aufgrund der Unsicherheiten im Studium. Ich habe neu angefangen zu studieren nach der Schule und wollte wissen, wie anspruchsvoll das ist, wie viel Zeit das kostet einfach. Und habe damit erstmal dann ein halbes Jahr, also das erste Halbjahr in der A-Jugend pausiert. Daraufhin hat mich dann der FC Stern wieder angesprochen, weil die A-Jugend stark abstiegsgefährdet war, wieder zurückzukommen, um die Mannschaft ein bisschen aufzupäppeln und unter die Arme zu greifen und ja, das Bestmögliche dafür zu tun. Ist leider dann nicht gelungen, leider doch der Abstieg für die A-Jugend vom FC Stern. Und daraufhin war dann die Frage, was ich weiterhin mache, weil das war mein letztes Jahr in der A-Jugend und habe mich da ein bisschen umgesehen. Habe auch sehr viel Unterstützung vom FC Stern bekommen, ein paar Kontakte zugespielt bekommen vom FC Stern und habe da ein bisschen rumgefragt und war unter anderem beim Daniel Weber, beim VfR Garching, der jetzt aufgehört hat als Trainer und durfte da einmal vortrainieren und so ist dann auch tatsächlich der Kontakt zum VfB Heilberg Moos gekommen. Die haben nämlich den Daniel Weber gefragt, ob ein Torwart gerade frei ist, den er kennt und den er weiterempfehlen kann. Und so kam dann der Kontakt eben zu mir zustande. Durchschnittsalter dürfte 24 Jahre sein. Kommt ungefähr hin, ja. Also es ist eine recht junge Mannschaft. Auf jeden Fall. Es sind jetzt zwei Spiele gespielt. Erster Tabellenplatz mit 4 Punkten. Kann man sagen, läuft gerade beim VfB Heilberg Moos. Wie bewerten Sie jetzt die Mannschaft mit diesem starken, mit diesem hervorragenden Saisonbeginn? Naja, also wir haben auch in der Vorbereitung einfach viel Zeit investiert, sehr hart an uns gearbeitet und das ist dann auch relativ gut gelungen. Die Vorbereitung lief sehr gut, von den Spielergebnissen zumindest her. Und ja, das freut uns jetzt, dass wir es einfach mitnehmen konnten in den Start der Saison und einen relativ guten Auftakt hinlegen konnten. Das hier haben Sie studieren Physik. Das ist für einen jungen Menschen recht ungewöhnlich, gerade weil ja eigentlich Physik immer eins der Hassfächer war, zumindest bei mir in der Schule. Ich denke, ich spreche da für viele Junge auch weiter. Warum ausgerechnet Physik? Ja, also das kann ich bestätigen aus meiner Schulzeit, dass Physik für viele Schüler einfach kein Spaß ist. Da ist viel, viel Intuition dabei, zumindest bei mir. Und es hat mir einfach gut gelegen. In der Schule schon habe ich mich immer sehr leicht getan in Mathe und Physik und ja, das erschien mir eine gute Perspektive für die Zukunft und darum wollte ich es einfach ausprobieren, kann man ja relativ einfach, ist auch zulassungsunbeschränkt, aber wie Sie schon gesagt haben, es sind auch sehr wenige im Studiengang, vergleichsweise mit Maschinenbau oder Informatik oder so, da sind die Zahlen deutlich höher. Wir sind jetzt im zweiten Semester gute 200 Physikstudenten. Und von dem her war es einfach ein Versuch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch im Studium. Die Herausforderung, es ist schon schwierig, aber es macht viel Spaß. Mathe und Physik, naja gut. Schulzeit wird jetzt wieder auferweckt und ich denke mir so, mein Gott, was waren das für Fächer eigentlich? Ja. Ich habe es gehasst. Aber gibt es so aus Ihrem Physikstudium auch Punkte, die Sie hier auf dem Fußballplatz übertragen können? Also gewiss, weil man muss Lösungen finden und Physik hat ja durchaus auch einfach den Sinn, dass man die Welt erklärt und aber auch Lösungen für Probleme findet, im Fall naturwissenschaftlichen Probleme. Und am Platz ist man als Torwart ja der letzte Mann und sollte sich keine Fehler erlauben und ähnlich könnte man es vielleicht in der Physik sehen, wenn man Berechnungen macht für zum Beispiel einen Stuntman, da werden oft auch Physiker herangezogen, ob dieser Stunt so funktionieren kann. Und wenn man dann falsche Berechnungen macht, dann kann in dem extremsten Fall natürlich einem Menschen Schaden zugefügt werden. Im Fußball ist das natürlich nicht so extrem, aber man sollte als Torwart dann doch Fehler vermeiden, da danach dann nicht mehr so viele Abwehrmöglichkeiten für die Mannschaft bestehen. Also es gibt auch Parallelen zum Torwart.
Bereich? Nicht viele, aber ein paar vielleicht schon. Welche zum Beispiel? Also es wird ja, das heißt ja gerne mal, wenn wir im Profifußball sind, der Torhüter berechnet die Flugbahn des Balles. Ist das auch so physikalisch? Also ich würde behaupten, dass die Zeit, bis der Ball bei mir am Tor ankommt, nicht ausreicht, um die Flugkurve zu berechnen. Aber da ist sehr viel Intuition dabei, die einem vielleicht im Physikstudium helfen mag, weil man das schon mal gesehen hat, wie ein Ball eben fliegen kann. Aber viele Bälle fliegen ja auch heutzutage nicht mehr die klassische Flugkurve, sondern flattern oder sonstiges. Also ist viel Intuition auch einfach beim Torwartspiel, denke ich, dabei, wie der Ball jetzt kommt. Und manchmal verschätzt man sich leider, aber kommt zum Glück selten vor. Glück ist immer wichtig in jeder Lebenslage. Das auf jeden Fall. Mal zum Abschluss, Sie sind jetzt oder Sie wären jetzt 19, das heißt, Sie sind noch gerade in der Blüte Ihrer Karriere. Ich weiß nicht, wie lange Sie jetzt noch spielen wollen, bestimmt noch 20 Jahre eventuell. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt, ja. Sie machen ja dann noch Bergsport außerdem. Das ist richtig, also ich mache auch nebenbei noch sehr viel Sport, unter anderem auch Bergsport. Demnächst geht es wieder auf eine 3-Tages-Wanderung auf 3400 Meter. Freue ich mich schon drauf. Gibt es dann auch irgendwie eine Karriere nach dem Fußball, dass man dann sagt, was weiß ich, der nächste Reinhold Messner? Ja, also ich weiß es nicht, glaube ich nicht. Es geht mir eigentlich um den Sport, dass man sich bewegt, dass man gesund bleibt, dass man Spaß dabei hat, dass man ja, einfach es genießt und seine Leistung abrufen kann. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man seinen Körper zum einen so behandelt, dass es funktioniert und zum anderen, dass man auch immer weiter arbeitet und immer besser werden will und so sich einfach nicht nur unbedingt im Fußball, sondern im gesamten Leben einfach weiterentwickeln will. Und da kann ich aber jetzt noch nichts sagen, dafür bin ich zu jung, dafür steht noch zu viel in geschlossenen Seiten bisher im Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.